zu einer neuen Folge, die Geflatzt-Forschers-Kanal und wie es weitergeht. Nach einigen Startproblemen habe ich das mit den Videos endlich mal ein bisschen besser unter Kontrolle und jetzt gibt es ein Update vor ungefähr ein paar Tagen, was ich ausgesät habe und da hat sich einiges getan. Hier, das sind die Mimosenplätzchen, die sind ungefähr jetzt 2-3 Tage unter, also jetzt auf der Erde zu sehen. Und hier ist der mysteriöse Baum, den ich vor ein paar Tagen, der mir so gefallen hat, oder vor 2 Wochen aus Schleswig-Holstein mitgebracht habe, habe ich die Samen, einen Samen ausgesät und der ist ungefähr schnell gekeimt nach 3 Tagen. Ja, und auf der Seite, da keimt auch nochmal eine Mimose, da habe ich auf der, nochmal spaßeshalber, nochmal ein paar mit heißem Wasser übergossen und das hat ein bisschen länger gedauert als normalerweise und ja, so, mal schauen, hat sie da noch was getan? Ja, das Wurzelwerk, man kann schon die ersten Wurzeln da kennen. Aber nur mit Licht wäre es besser, die Wurzeln zu sehen hier. Aber sonst... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Geflatzenforschers-Kanal und wie es in diesem Video nun weitergeht. Heute möchte ich mal ein paar Updates zeigen. Ich habe draußen den genießen, sorry. Ein paar Updates zeigen, was sie getan hat. Und das hier ist das erste Update, was ich zeigen möchte. Hier war ja in dieser Kiste die Mimose, die ich ausgesät habe. Und ich möchte mal zeigen, was sich da drin getan hat. So, wollen wir mal schauen. So. Also man kann hier die ersten so. Muss ich kurz einstellen? Komisch. Hier stimmt was nicht. So, jetzt zeige ich die Wurzeln. Da sind die ersten Wurzeln zu erkennen. Die Pflanze ist bis zum Untergrund jetzt gekommen mit den Wurzeln. Hat nur wenige Tage gedauert. So, könnt ihr euch das kurz ein paar Sekunden betrachten. So. Das wäre schon mal zu diesem Thema. Ach so, und nochmal gesagt, da steht draußen am hellen Ort, wie ich gelesen habe, am hellen Ort ist immer am besten. Und das hier, das ist eine Luftfeuchtigkeit hier oben. Das ist sehr gut zum Keimen der Samen. Das zeigt, dass es schön warm da drin ist. Und jetzt als nächstes kommt... Das hier, was ich von gestern bekommen habe, das ist ein Mini-Gewächshaus und sogar noch ein viel besseres, was ich momentan habe. Und ja, dieses Mini-Gewächshaus habe ich mir bestellt aus einem einzigen Grund, weil ich momentan mal testen möchte, was ist besser, im Topf die Sachen aufzuziehen oder im Gewächshaus. Und ich habe mich mal entschieden, das mit Gewächshaus zu versuchen. Und dazu habe ich diesen Strauch mir mit bestellt, da drin ist der mit bei. Der Faunstrauch, Stolz von Barbados. Der kommt ursprünglich aus der Karibik. Und jetzt ist der fast in allen Tropen auf der Welt verteilt. So sehen die Samen aus. Ihr braucht einfach nur anhalten, wenn ihr mal kurz das durchlesen wollt. Und ja. Die Samen sind ungefähr so rundlich, braun und ziemlich dick. Und man muss ja anrauen und das werde ich auch in Kürze durchziehen, aber das lasse ich erstmal sein, weil ich halt keine Pfeile habe dazu und das mache ich im nächsten Video zusammen mit euch, mit der Aussaat drin im Gewächshaus und ja. Ich wollte mich noch bedanken, dass ihr immer so viele Kommentare für mich schreibt, vielen Dank. Also diese Kommentare, die bauen mich immer wieder auf und das ist immer, das lohnt sich immer wieder, neue Videos für euch zu machen. Vielen Dank dafür nochmal und... Diesen Brief habe ich heute bekommen. Da habe ich mir noch extra von Saflachs eine Samenfirma bestellt. Das habt ihr auch selber schon gesehen wahrscheinlich oben drauf. So, das ist der Feuerradbaum, der australische Feuerradbaum. Ja, der kommt aus Ostaustralien. Ja. Und ich bin schon gespannt, dieses Experiment mit euch anzugehen. Und ja, hier ist das nochmal zum Durchlesen, die ganze Anleitung. Ich werde das in Kürze mit euch machen, das ist schon mal, das steht schon mal fest. Und ja, jetzt zeige ich nochmal die Samen. Das sind keine normalen Samen, das sind Hautflugsamen. Also das ist wie beim Ahorn, der wächst hier in ganz Europa, der Ahorn.
Und der hat genauso eine Hautflugsamen auch. Das ist aus dem Grund so, weil wenn die Samen runterfallen, fliegen die wie ein Propeller auf dem Boden. Und wenn die den richtigen Boden erwischt haben, wo die beste Bedingung ist, keimen die Samen, wenn es da schön viel regnet. Und ja, die Wurzel dringt in den Erdboden ein und daraus entstehen viele neue Bäumchen. Das ist beim Ahorn genau dasselbe. Eigentlich an sich ist das genau wie in der freien Natur dasselbe. So. Als nächstes kommt dieser Affenbrotbaum, der ist momentan mein größter Stolz. Der ist schon am weitesten von allen Affenbrotbäumen jetzt gewachsen und hat die wenigsten Probleme. Momentan hat er keine Schädlinge. Und hier kommt gerade sein neues Blatt raus. Also ich bin da sehr stolz, dieser Exot hat wirklich funktioniert, den wir damals ausgesät haben. Und ja, Düngen ist gerade erstmal nicht notwendig, weil der Baum hat momentan genug Nährstoffe. Und ja, als nächstes kommt die habe ich sehr lange nicht mehr gezeigt. So, das wird jetzt von nah nochmal genau gefilmt. So. Hier, damit man die Blätter richtig schön erkennen kann. Das hier ist die Tamarinde, die ist momentan so stark gewachsen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Die ist erstmal ein halbes Jahr alt und schon so kräftig ist das Bäumchen gewachsen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die im April ausgesät habe und dass sie jetzt schon so kräftig am Wachstum sind. Und das ist normal, dass die Samen immer so hellgelb, ich meine, dass die Blätter so hellgelb sind als Neuaustrieb. Die werden sich später dann dunkelgrün verfärben, wie man hier sehen kann. Das sind die ältesten Bobtannen und sehr frisch, hängen noch sehr frisch dran. Also der Baum versorgt sich gerade sehr gut mit Nährstoffen und ja. Von den Sternfruchtbäumchen habe ich da lange auch nichts mehr gezeigt. Denen geht es immer noch gut. Hier ist einer. Aber das ist wegen dem Platzmangel kämpfen die gerade. Ich muss bald mal was tun, um mehr Platz einzubauen. Das mache ich auch noch. Aber erstmal zeige ich das nochmal ein bisschen genauer. Bei den Sternfruchtbäuchen ist nämlich was Besonderes. Die Blätter, die ziehen sich einfach ein, wenn man sie berührt. Also die klappen sich zu für eine kurze Zeit und öffnen sich dann wieder. Und das finde ich einfach nur klasse, Leute. Jetzt kommt die Maracuja. Also die ist hier die weiteste momentan. Und ja, macht sich sehr gut. Ich guck mal kurz. Was zum Sprühen habe ich gerade nicht mit bei. So, jetzt geht es weiter. Jetzt kommen 2 bis 3 Milliliter Eisen hier rein. Das reicht vollkommen aus. Und das wird dann nochmal umgerührt. Ich habe gerade keinen Rührstock, aber das ist ja auch nicht so tragisch. So. Das reicht vollkommen aus, sind 3 bis 4 Milliliter, das reicht vollkommen aus. Das wird jetzt hier reingemacht. So, die Flüssigkeit schüttel ich einfach nur mal schön durch, das reicht vollkommen aus. Und die hat mir auch bis jetzt sehr gut geholfen. Also bei der Platzpflege, das hat ziemlich wunderbar funktioniert. Ja, das reicht so aus, so ist verteilt die Flüssigkeit. So. Jetzt muss ich das nur noch zu richtig randrücken. So. Ein leichter Blattstoß reicht vollkommen aus. So. Zur Gesundheit der Pflanze kann das ja nie schaden. So. Fick die auch nochmal gleich nochmal. So. So, das reicht bei der hier. Das reicht vollkommen aus. Das Eisen liegt jetzt oben drauf und wird das die Blätter schön dunkelgrün wieder machen. Nochmal, das ist eine Physalis und ich bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen, die Physalis umzutopfen. Aber da komme ich noch dazu. Und ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte ein Abo, ein Like da lassen, also einen Daumen, darüber freue ich mich auch. Und ja, empfehlt mich weiter und ja. Ciao, euer Nico Pflanzenforst.